herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mit der Multiplikation zweier Matrizen beschäftigen. Ich habe hier schon mal zwei Matrizen vorbereitet. Eine Matrix A, die drei Zeilen und zwei Spalten hat. Und eine Matrix B, die zwei Zeilen und zwei Spalten hat. Und die wollen wir jetzt multiplizieren. Dazu überlegen wir uns erst, ob man die zwei überhaupt multiplizieren kann. Denn Bedingung für die Multiplikation zweier Matrizen ist, dass die Spaltenzahl der ersten Matrix gleich der Zeilenzahl der zweiten Matrix ist. Also die Spaltenzahl von Matrix A muss gleich sein der Zeilenzahl von Matrix B. Das ist bei uns der Fall, also 2 ist gleich 2. Das heißt, diese zwei Matrizen können wir schon mal problemlos multiplizieren. Das machen wir jetzt auch. Und zwar gibt es ein Schema, das nennt sich Fallschema. Dazu malen wir uns jetzt mal so ein Kreuz hier auf. Den linken oberen Teil brauchen wir nicht, den streichen wir weg. Und im linken unteren Teil schreiben wir uns Matrix A nochmal auf. Also 3, 1, 2, 4 und 1, 5. Und im rechten oberen Teil schreiben wir uns die zweite Matrix auf. Also Matrix B, 2, 3 und 1, 4. Im rechten unteren Teil soll danach unsere Ergebnismatrix stehen. Dazu können wir uns jetzt überlegen, wie die überhaupt aussieht. Und zwar gibt es da die Regel, die Ergebnismatrix hat die Anzahl von Zeilen von Matrix A, also der ersten Matrix, und Anzahl Spalten von der zweiten Matrix, also die Spaltenzahl der zweiten Matrix. Das heißt, die Ergebnismatrix von A mal B hat 3 Zeilen und 2 Spalten. Das sieht man auch hier, also hier machen wir uns mal unsere Striche für die Lücken, die wir jetzt noch füllen müssen. Also 3 Zeilen und 2 Spalten. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie berechnen wir diese einzelnen Elemente? Dazu benutzen wir das Skalarprodukt. Und zwar, wenn wir uns die erste Stelle hier heranziehen, dann nehmen wir das Skalarprodukt aus dem Vektor der ersten Zeile von Matrix A und der ersten Spalte von Matrix B. Also wenn man sich die hier so verlängert vorstellt, dann treffen die sich in diesem Element hier. Also schreiben wir uns die erste Zeile von Matrix A als Spalte mal auf und die erste Spalte hier von Matrix B und berechnen daraus das Skalarprodukt. Dann ist das 3 mal 2 plus 1 mal 1 und das ist 3 mal 2, 6 plus 1 mal 1, 1, also 7. Und das schreiben wir hier oben rein. Dasselbe machen wir für das zweite Element in der ersten Zeile und zweiten Spalte. Das heißt, wir müssen diesen Vektor hier ersetzen und damit auch diese Faktoren mit der zweiten Spalte aus Matrix B, also 3, 4. Und das setzen wir auch hier ein, 3 und 4. Das Ergebnis ist dann auch ein anderes, das berechnen wir jetzt. 3 mal 3 ist 9, 1 mal 4 ist 4, also 9 plus 4 macht 13. Und das schreiben wir hier rein. Die anderen Elemente berechnen sich analog. Also wenn wir jetzt in die zweite Zeile gehen und in der ersten Spalte schauen, dann wäre das 2 mal 2 ist 4, plus 4 mal 1 ist auch 4, also 4 plus 4 ergibt 8. In der zweiten Spalte haben wir dann 2 mal 3 ergibt 6, plus 4 mal 4 ergibt 16, 6 plus 16 ergibt 22 und in der dritten Zeile der ersten Spalte 1 mal 2 ergibt 2, plus 5 mal 1 ergibt 5, 2 plus 5 macht 7. Und das letzte Element 1 mal 3 macht 3, plus 5 mal 4 macht 20, 3 plus 20 macht 23. Das heißt, als Ergebnis der Multiplikation A mal B, wobei das unsere Matrizen sind, ergibt sich eine Matrix, die 3 Zeilen und 2 Spalten hat, nämlich 7, 13 in der ersten Zeile, 8, 22 in der zweiten Zeile und 7, 23 in der dritten Zeile. Das deckt sich auch mit dem, was wir vorhin rausgefunden hatten, also 3 Zeilen und 2 Spalten. Das heißt, ihr habt jetzt ein Verfahren kennengelernt, dieses falsche Schema, mit dem ihr ganz einfach zwei beliebige Matrizen multiplizieren könnt, sofern die Voraussetzung gegeben ist, dass die Spaltenzahl der ersten Matrix gleich der Zeilenzahl der zweiten Matrix ist.
Vielen Dank.